Sonntagvormittag, 4 Grad, kalter Wind. Da geht man eigentlich nicht so gerne aus dem Haus, außer man geht auf den Spielplatz. Kleine Kinder mögen das gerne und erwachsene Männer. Eine Schlammgeröllwüste im Offroad Park. Uns macht es richtig Spaß. Und einer ist total entspannt, nämlich voll in seinem Element. Statt lieber im Geröll, der Pajero. Selber mal an und versucht irgendwie, komm Auto, jetzt kommt, aber müsste man einfach nur mit Fußtipp oder Lenkradbewegung ganz sanft arbeiten, aber es ist wie mitfiebern beim Krimi oder beim Actionfilm. Eine Wippe ist doch immer was Schönes, nicht nur am Kinderspielplatz, sondern auch hier am Männer- und Erwachsenenspielplatz, dem Offroad-Park. Und da zeigt der Pajero auch, was er kann. Und dass es einfach ein Auto ist, das nicht irgendwie durch Protz-SUV, Allrad, Pseudogehabe auffällt, sondern wirklich, dem macht der Schlamm nichts an den Reifen. Der hat ein super hohes Drehmoment. Der Allradantrieb mit Sperrdifferenzial und Untersetzung sorgt dafür, dass wir überall hochkamen und wieder runterkamen. Auch wo ich gedacht hätte, boah, also da. Das packen wir nicht oder wir rutschen hier, da kommt dann die Untersetzung eben zum Tragen. Und deswegen ist es eben ein optimales Nutzfahrzeug, ganz klar, für Förster, Waldbesitzer, für Bauunternehmer. Also wer das Auto braucht, der hat hier einen nicht allzu teuren, 44.099 Euro in dieser doch mit ein paar Annehmlichkeiten gespickten Top-Versionen ausgestatteten kurzen Pajero, sondern auch wirklich einen zugkräftigen und leistungsstarken Allrader. Eine Fahrzeuggattung, die es leider immer weniger in die Preislisten der Hersteller schafft. Deswegen, wer so ein Auto braucht, sollte noch zugreifen, bevor sich Mitsubishi irgendwann entscheidet, statt Pajero auch auf SUVs und Hybridautos zu setzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Zweiteiler Mitsubishi Pajero bei autonotizen.de in den Videos. Den Test gibt es natürlich auch im Blog und im nächsten Video geht es um ein anderes Auto und dann wieder mit Asphalt unter den Rädern, versprochen. Und ich wippe jetzt noch zu Ende, weil es gerade so schön ist. Ciao!